Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play RimWorld. So, wir haben im letzten Part einige Verhandlungen sehr gut hinbekommen. Wir haben halt einfach den richtigen Skill geskillt, haben auch den richtigen Buff gewählt und hatten halt einfach verhandeln, ne? Und das geht halt nun mal so richtig flott, ne? Ah, du kannst mit Verhandeln alles verhandeln. Auch mit dem Master, ne? Ah, herrlich. Auf jeden Fall, wir haben jetzt eine bessere Beziehung zu der Allianz, der whatever, Galbabrei, whatever that means, wie auch immer sie sich nennen wollen, wir haben eine bessere Beziehung zueinander und ich sehe gerade, wir haben leichte Stromprobleme, müssen wir uns drum kümmern. Wo haben wir denn die nächste Geothermie-Geschichte? Geothermie ist da. Was ist hier? Eine Karawane von den dokumentierten Herrschaften. Dokumentierte Herrschaften. Okay, die können wir nachher noch ein bisschen näher angucken. Okay, hier sind zwei. Können wir mitarbeiten. Dann würde ich mal sagen, hier Strukturen, Wand glätten. So. Müssen eh noch Stromkabel hier runterlegen. Wo haben wir es denn hier? Strom. Wobei, das liegt eigentlich schon fast da. Was ist das? Machen wir so. Machen wir mal ein langes Gezitter draus. So. So. Hier soll ein kleines Geothermie-Kraftwerk hin. Verlängern wir das Cabino. Jetzt haben wir Schluck auf, zieh fix. Da! Oh, herrlich. Das ist der Horror eines jeden Let's Players, ne? Mitten unterm Aufnehmen, Schluck auf. Super. Kurz konzentrieren. Denk an die Blue Man Group. Whatever, was auch immer funktioniert, mach's. Ja, ne? Okay, wir haben auf was sehe ich denn gerade? Wir haben Truthahnküken. Die Eier scheinen wohl geschlüpft zu sein. Sehr schön. Warum gab's dafür keine Meldung? Und wenn sie gab, warum habe ich sie ignoriert? Hat das einen Grund gehabt? Naja. Das können wir eigentlich noch wegmachen, weil das werden wir wahrscheinlich hier nicht brauchen. Wir brauchen hier irgendwo eine Tür. Wir werden das wahrscheinlich hier so einen Gang hoch machen. Und hier dann wahrscheinlich so einen Technikraum. Irgendwas in der Richtung. Oder einfach nur einen leeren Raum, das weiß auch. Who knows, ne? Vielleicht. Vielleicht machen wir hier ein Krankenzimmer draus. Und das hier ist dann der Gang raus. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Naja, singen wir dann schon. Schauen wir mal, dann singen wir schon. Ah, was macht's denn ihr da? Warum lagert's denn ihr da? Nee, ist doch Schwachsinn. Granitblöcke, bla bla. Okay, wer ist denn hier sonst noch relativ gut im Verhandeln? Player! Oh. Du hast zwar nicht verhandeln, aber verhandeln genug. Dann tu mal was. Versuch mal nicht ganz so über den Tisch gezogen zu werden. Er kann aufgrund seiner niedrigen Gesundheit nicht richtig sprechen. Naja, egal. Muss dann halt, ne? Habt ihr irgendwas von Interesse? Ein paar Tactical Helmets? Schildgürtel? Boah, ein Schildgürtel wäre schon nicht hässlich, ne? Pum 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 pum. Wir könnten hier ein bisschen die Nahkampfwaffen. Diese Morklau, was ist das eigentlich? Wie viel Schaden macht das eigentlich? Nahkampfschaden pro Sekunde 5,8. Ist eigentlich nicht besonders gut. Vor allem, wenn man bedenkt, hier mal 5,8, habe ich das nicht irgendwo hier gelesen? 5,6 ist der Kolben von dem Ding. Das Ding ist fast so eine gute Knüppel wie dieser Advanced Morklau. Na? Hier, was macht der hier? 4, dann ist es schon mal nicht gar so schlecht. Aber naja. Kein gutes Ding. Entfernen wir. Eine Pistole, übel. Schmeiß mal weg. Eine Pistole, schlecht. Schmeiß mal weg. Eine schäbige und eine schlechte. Eine schmeiß mal weg. Moment, die haben wir zwei. Also dann halten wir die. Eine Smart Pistol. Compound Bow. Leichtes Maschinengewehr, normal. Gut, eine Maschinenpistole. Dann gehen wir eine von den schlechten noch weg. Hm.
Ansonsten haben sie eigentlich nichts wirklich von Interesse. Wir nehmen das Silber. Und wo liegt es? Da ist es. Mhm. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Was macht der hier mitten in unserer Wohnung? Und was hat der in der Hand? Ein Handdrill. A Handdrill. That increased mining speed. Okay. Okay. Schön, wenn wir es hätten, ne? Immer dieser Konjunktiv, wie ich zu sagen pflege. Störung, Funkanlage. Nicht gut. Player war gerade am Schlafen. Fee kann jetzt da gerade lang, kann langsam wieder arbeiten. Spirit ist schon unterwegs, sehr gut. Wann kommt die Fraktion wieder an? Oh, die ist schon auf halbem Weg. Die kommt heute wieder an. Eine schwere Krankheit. Was ist bei dem? Nahrungsmittelmangel, extrem. Wir haben jetzt einfach tatsächlich die ganze Zeit den vergessen. Hier, Player. Das war dein Job gewesen. Warum hast du dich nicht drum gekümmert? Faule Sau. Saule V. Mhm. Und dann ist er noch vor ihm. Manchmal. Player, das war gerade arschig von dir. Aber so richtig volle Kanne. Er ist komplett am Verhungern und du frisst vor ihm eine leckere Mahlzeit. Naja, eine einfache Mahlzeit, aber you know, ne? Sometimes, ne? Sometimes. Wir sollten eigentlich mal wieder ein bisschen jagen gehen, kann das sein? Jo, machen wir mal. Den Schamott, das jagen wir alles. Alles zum Jagen freigegeben. Auch das hier. So. Weil dann können wir nämlich aus den ganzen, was wir hier haben, den ganzen vegetarischen Zeugsel hier auch mal dieses Trockenfleisch wieder machen. Das Dörrfleisch. Ja, und sie sind fast da. Okay, die kommen dann morgen früh. Passt, ist auch in Ordnung. Mhm. Die sind doch Besitzer festgelegt worden, oder? Nee. Doch. Ha! Die sind bloß gerade unterwegs. Man hört sie auch schon jagen. Player, du musst nicht angeben. Komm hier hin, geh nah ran und schieß drauf, damit du triffst. Na gut, das wirst du auch nicht. Vor allem, wenn es hinterm Baum ist. Hier. Stell dich direkt davor und schieß drauf. Nein, nicht gern. Manchmal. Manchmal, ja manchmal, haben meine Kolonisten ein bisschen Haue gern. Naja. Nur noch eine schwere Krankheit, ist immer noch extrem Bedürfnis. Okay, er hat diesmal Nahrung bekommen. Und Phoenix ist auch schon so weit und sagt, gut, gehen wir hier weiter. Wo geht der mit dem Fleisch hin? Es ist... Ach, hör auf mit dem Blödsinn. Phoenix, lass den Blödsinn. Du nimmst das wieder mit. Manchmal. Manchmal tun meine Kolonisten Dinge, die ich nicht so gerne hätte. Ne? Gut. Hier. Mach das Fleisch. Hier, nimm das wieder mit. Nimm doch alles mit. Und lass es doch hier nicht verschimmeln. Manchmal, ja manchmal. Sind meine Kulissen ziemlich doof. Naja, jetzt müssen sie halt diesen ewig langen Weg gehen, ne? Naja. Dösköppe. Alle Sand manchmal. So, Fee kommt jetzt hier auch mit dem Forschen langsam gut voran. 5000 Punkte ist schon nicht wenig. So, jetzt müssen wir uns mal überlegen, was machen wir jetzt eigentlich noch als nächstes? Wir haben hier so einen Haufen Nahrung. Wir brauchen eigentlich Wohnungen und zwar ziemlich zackig und ziemlich viel davon. Hm. Spirit ist wahrscheinlich nicht so besonders gut drauf. Moment, Moment, Moment.
Laughs us mocking around, coming. Something is coming. Das klingt nicht gut. Kommt mal alle hier an. Das Gelache hat mir gerade nicht gefallen. Kompanie kommt schnell nach Hause. Wer weiß, was hier jetzt gerade los ist. Prepare quickly. What the fuck? Mitten aus dem Nichts erscheint so ein Star-Vampire. Oh man, okay, ihr zwei haut kräftig drauf. Und Fedo, geh mal hier rüber. Und Connell schaut einfach nur daneben hin. Und trägt das Vieh auch gleich weg. Okay, oh. Ich dachte schon, jetzt wäre es irgendwas Großes. Also, wenn so eine boshafte Warnung kommt, wer weiß, was man da davon denken soll, ne? Wie sieht's mit Verletzungen aus? Weil man hat so ein bisschen Vampiric. Behandlung ist notwendig. Vampiric? Was heißt das? Hat sich vorher, wenn man mit irgendwas infiziert? Hoffentlich nicht. Behandel den mal, damit das weggeht. Sonst noch wer verletzt? Nee, nur Feuerwehrmann. Gut, Phoenix, was machst du gerade? Kümmere dich gefälligst um das Fleisch hier. Du hast es da im Regen stehen lassen, also kümmere dich drum. Toter Körper eines Star-Vampires. Ich liebe solche Mod-Beschreibungen. Was hier? Vollmann hat sich Behandlung benötigt. Achso, wahrscheinlich hat sich wieder Viech gerecht und hat einen Instant-Tod erfahren dabei. Naja. Lass das doch hier nicht einfach im Regen liegen. Das ist doch so... Nee, manchmal sind meine Kolonisten echt dösigst. Und zwar volle Kanne. Naja, gut. Wir müssen sowieso hier ein bisschen freimachen. Wir könnten eigentlich ein Regal bauen. Mit Medizin. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so eine schlechte Idee. Player, was machst denn du gerade? Jagd Hirschkuh. Nee, lass das mal kurz. Mach hier mal das Regal. Und die sind direkt 10 Meter... Ja... Sie machen zu intelligentesten Zeiten Pause. Absolut. Kein Zweifel. Naja, finden Player, was machst du gerade? Jagd Hirschkuh. Nein, du baust das Muss man dir alles dreimal sagen manchmal. So. Gut, gut, gut. Waffenkleidung, nichts. Hergestellt, Medizin. Nehmen einfach nur mal Medizin. Brauchen wir noch nicht mal Glitzerweltmedizin. Einfach nur, damit hier ein Platz ist. So. Weil die verdirbt ja nicht im Gegensatz zu die Kräutermedizin. Kritischer Alarm, schwere Krankheit. Habt ihr schon wieder vergessen, dem was zu essen zu geben? Player, das war dein Job. Kümmer dich drum. Flitterwochen, Nachteule, bla bla. Okay. Fangen. Manchmal sind... Das hier ist Störung Mini-Kühlschrank. Ja, das ist nicht gut. So. Sobald Tumlo wieder da ist, sollte das sich ja wieder darum kümmern. Party time! Wenn unsere Kolonisten noch Zeit haben, also unsere anderen hier, Fee, komm mit. Party hard. Player. Hier. Geht zur Party, verdammt. Die ganze Kompanie ist da.
Karawane 1 ist wieder eingetroffen. Die können auch zur Party. Wenn sie noch rechtzeitig sind, kriegen sie was vom Bier noch ab. Ne? Jeder will ein Bierchen. So. Party ist zu Ende. Und Player stand da mitten da drin und stand ganz starr. Aber hat mitgefeiert. Okay. Okay. Tumlu ist wieder am Pokern. War irgendwie klar. Oh Mann. Phoenix, was machst du gerade? Du pennst. Ja, du brauchst wieder ein bisschen Erholung. Player geheiratet. Luxuriös und gemütlich. Ja, die zwei sind gerade vollkommen auf Rausch. Mhm, sehr gut. Tumlu. Schießt tatsächlich mit dem Antimaterie-Rifle auf eine Schildkröte. So einen harten Banzer haben die nicht. Ah, Mann. Ehrlich. So gut, aber die Granitwand können wir abreißen. Genauso wie die hier. Können wir alles abreißen. So, ein Rauchblattexzess. Ist Feuerwehrmann diesmal. Mhm. Ja, das passiert gelegentlich. Ist ja manchmal komplett dope. Mhm. So. Die Kolonisten scheinen hier auch fleißig am... Der O'Connell raucht sie auch eine. Hat von dem letzten Exzess nicht wirklich was drüber gehabt. Hat eine kleine Toleranz entwickelt. Oh Mann. Hier fehlt Plastall und Bausteine. Bauteile, nicht Bausteine. Oh Mann. Zusammen vielleicht. Was ist los? Ich bin scheiße drauf. Warum? Pessimistisch. Nee, nicht gut. Mhm. Abschottete Umgebung hat kein bionisches Körperteil. Ich bin Prothesen begeistert. Okay, wusste ich gar nicht von mir. Müssen wir noch ein bisschen warten. Du kriegst bald einen Chip in den Kopf. Du wirst bald gechippt. genug von Rauchblatt, das ist sehr schön. Wie sieht's mit der Forschung aus? Kurz vor Ende. Aber sowas von kurz vor Ende. Dann können wir tatsächlich den Chip dir auch reinsetzen. Hoffen wir, dass wir das in diesem Part noch hinkriegen. Bedürfnis. Ja. Können wir im nächsten Part mir einen Chip geben? Dann bin ich wieder voll dabei, ne? Mhm. So, was war das nämlich, glaube ich? Der Chip war ja... Moment, ich habe hier ein Bewusstsein von 40%. Der Chip war aber nicht so 100% effizient, kann ich mich entsinnen. Genau hier. Dieser kleine Chip hat die Gehirnfunktion wiederherzustellen. Das Gehirn muss dafür allerdings noch am Leben sein. Forschung erprobt, das haben wir schon. Okay. Bewusstsein maximal 100. Bewusstsein 100. Attraktivität minus 4. Ja, Körperteileffizienz, Trefferpunkte, bla bla. Okay. Habe ich mich verlesen oder ich habe in meinen Kolonisten, bei dem ich das damals gemacht habe, einen faulty Chip in den Kopf gesetzt. Der nur so halb funktioniert. Sophie, forsch mal weiter. Forsch weiter an der Hirnchirurgie. Hirnchirurgie. Und da sind wir auch schon fertig. Dann müssen wir das nächste Forschen auswählen. Was kriegen wir? Mach mal. Etwas, was nützlich ist. Pneumatik Picks. Klingt schon mal nicht schlecht. Elektronisches Schmelzverfahren. Auch nicht schlecht. Automatische Türen, eher langweilig. Farbige Beleuchtung, Sprengfallen, bla. Neutralisieren. Save the design, consumption less and fort. Aha. Flavoring. Highway. Wir brauchen jetzt nicht so wirklich eine Form der Transportierung und wir brauchen auch momentan nicht so viel Nahrung. Was brauchen wir? Wir brauchen momentan eigentlich nur Arbeitsgeschwindigkeit. Was wir machen hier jetzt mal Construction, Productivity, Pneumatic Picks und so weiter. Und dann können wir auch noch Stacking dazu tun.
Eine Glitterworld-Autopsie kommt wahrscheinlich auch noch dazu. Und dann gucken wir mal den Rest mit den Gasladern. Gut, passt. Da haben wir schon mal einen ziemlich großen Queue. Weil wir können jetzt ab nächsten Part wieder etwas volle Kanne gehen. Und können zwei Leute, die wirklich was auf dem Kasten haben, hier in dem Fall Fee mit 20 und ich, Korax, mit 16. Und ich werde es auch bald wieder aufholen. Ich war jetzt einige Zeit disabled, ne? Jetzt muss ich wieder komplett in der Gist of Things kommen. Und ja, dann hoffen wir, dass wir das im nächsten Part dann auch erleben. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Wir sehen uns dort. Für die Gott.